What's poppin', Boys and Girls? Ich, Jacke Wusch, freue mich sehr, euch in meinem neuen Video begrüßen zu dürfen. Das ist mein immer noch nicht fertiger Hintergrund, aber das ist okay, weil den brauchen wir heute, um wunderbare Menschen einblenden zu können. Denn ich habe in der Vergangenheit schon zweimal Videos gemacht, wo ich euch Kanäle empfohlen habe, die mich inspiriert haben und die ich cool finde. Bei jedem Video sind voll viele Leute von euch im Nachhinein auf mich zugekommen und haben gesagt, boah, Jaco, danke, dass du mir den und den Kanal empfohlen hast. Ich gucke den seitdem rauf und runter. Und deswegen habe ich beschlossen, weil ich eine sehr lange Liste auf meinem Handy habe, heute euch Kanäle vorzustellen, die ich cool finde und wo ich mir vorstellen könnte, dass sie den einen oder anderen von euch auch inspirieren. Deswegen halte ich jetzt die Schnauze and I will jump right into the video. Let's go! Der erste Kanal, den ich euch vorstellen möchte, ist nicht nur von einer YouTuberin, nein, er ist auch von einer Freundin von mir. Es handelt sich nämlich um den Kanal von Alex Advice. Oder auch Podcast die Alex. Die Leute, die schon richtig lange dabei sind, kennen Alex sogar noch von meinem Kanal. Alex ist so ein Typ, wisst ihr, die macht keine halben Sachen. Weißt du, wenn die sich so überlegt, ich glaube, ich möchte jetzt minimalistischer leben, dann macht die halt nicht ein Video zum Thema Minimalismus, dann macht sie halt so eine 140-teilige Minimalismus-Reihe. Und da geht's bis ins letzte Detail. Und da ich ein absolut neurotischer Perfektionist bin, befriedigt mich das ungemein, weil wirklich alles angesprochen wird. Es wird alles angesprochen. Am Ende sind keine Fragen mehr offen. Alex ist nämlich auch Chemikerin, yes. Bei Alex bekommst du immer die perfekte Information. Weißt du, ich schicke ihr zum Beispiel ein Bild aus der Drogerie von einer Creme und sage, Alex, soll ich mir die kaufen? Und dann sagt sie, schick mir mal die Inhaltsstoffe. Und dann sagt sie, ja, das Hydrofomil-Hadrychloturazid wird mit deiner Haut evakuariozifieren. Die solltest du nicht kaufen. Und dann kaufe ich sie nicht. Also auch wenn ihr so aufs Thema Beauty steht und besonders so auf Inhaltsstoffe, dann seid ihr bei Alex an der richtigen Adresse. Ja, der Nummer 1 Grund für mich allerdings Alex zu gucken, ist nicht ihr Inhalt, sondern einfach ihr Wesen. Weil sie hat einfach ein so gutes Herz und sie ist witzig. Deswegen schaut bei Alex vorbei. Der nächste Kanal, den ich euch vorstellen möchte, heißt The Clarity Project und wird von Claire geführt. Claire hat... Okay, ich muss es nachgucken. Mukoviszidose. Seit sie klein ist, werden ihr eigentlich immer nur noch wenige Jahre zu leben versprochen. Da erwartet man jetzt erstmal, wenn man auf den YouTube-Kanal von so jemandem geht, dass es da ziemlich traurig zugeht. Aber bei Claire ist das komplett anders. Ich bin durch Zufall auf ihr Video gekommen, weil es mal auf meiner Startseite war. Es hieß How It Is To Be In A Coma. Und ich habe das Video angeklickt, weil ich neugierig war. Und ich habe so gelacht. Also... ich habe selten einen Menschen erlebt, der mit Krankheit und Tod in so einer lustigen und lebensfrohen Art und Weise umgehen kann. Ich kann es nicht erklären. Es ist seit einem Jahr kein Video mehr online gegangen. Ich habe es übrigens eben gecheckt, sie ist noch am Leben. Ich habe gedacht, das sollte ich eventuell vor Dreh dieses Videos wissen. Aber ich habe alle ihre Videos durchgeguckt und wer sie noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall vorbeigucken. Es regt zum Nachdenken an, es bringt einen zum Lachen und irgendwie nimmt man das Thema Tod auf eine viel leichtere Schulter, weil sie das mit ihrem Schicksal so schön durchdacht hat. Und deswegen musste ich sie auf jeden Fall nennen und kann euch nur sagen, schaut da mal vorbei, das ist... Claire ist wirklich eine richtig, richtig coole Sau. Der nächste Kanal, den ich euch vorstellen möchte, denke gerade unter den Veganern, ist der Kanal unfassbar bekannt. Und zwar ist es der Kanal Vegan ist ungesund, geführt von Gordon und Aljoscha. Der Name des Kanals ist natürlich ein Scherz. Aljoscha und Gordon sind zwei Veganer. Und ich nenne euch diesen Kanal nicht, weil ich euch zum Veganismus führen will oder weil ihr als Veganer noch irgendwelche zusätzlichen Informationen braucht. Denn ich gucke diesen Kanal wahrhaftig nicht wegen der Informationen. Also die beiden haben eine Masse an Informationen. Also Aljoscha ist Arzt und Gordon ist... schön. Ich gucke die beiden, weil die so witzig sind, dass ich mir stundenlang einfach angucken könnte, wie die beiden sich unterhalten. Deswegen, falls ihr euch für das Thema Veganismus interessiert oder einfach nur zwei sehr sympathischen und lustigen Jungs beim Quatschmachen zugucken wollt, dann checkt Aljoscha und Gordon ab. Kommen wir zu einem Kanal, bei dem ich mir sehr sicher bin, dass er nicht für jeden von euch etwas ist. Und zwar handelt es sich um den Kanal von Franziska. Franziska Schulze. Warum ich sage, dass der nicht für jeden was ist? Ich weiß, dass viele von uns denselben Humor teilen und dass wir ähnlich locker sind. Aber es interessiert sich halt nicht jeder auch für dieselben Themengebiete. So. Und Franziska ist sehr stark Yogi, sehr stark spirituell und beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dem Innenleben, mit der Verarbeitung. Franziska ist ein sehr
ruhiger Mensch. Es ist was, eine ganz andere Form von YouTube als das, was man so im Regulären kennt. Sie setzt sich auf ihr Sofa und bespricht einfach so bestimmte Themen, wie man seine innere Ruhe findet, wie man mit Konflikten umgehen kann, wie man innere Blockaden lösen kann. Ich persönlich liebe Franziska. Ich mach die an und es ist so entspannend einfach. Die Frau ist sympathisch, sie ist ruhig, sie ist nicht anstrengend und irgendwie kommt immer genau zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendeine Frage im Kopf hat, ein Video von Franziska online, so richtig macht der anziehungskraftmäßig, das genau zu meinem Problem passt. Und dann denke ich, ja Franziska, du hast halt wieder recht. In meinem Alltag ploppen ständig so Situationen auf, wo ich denke, ja, Franziska hat mal das und das gesagt, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Und irgendwie tut mir das immer wieder gut. Und deswegen empfehle ich euch Franziska, schaut mal vorbei. Ihr Kanal ist noch relativ klein und ich denke, sie würde sich bestimmt über einige neue Zuschauer freuen. Der nächste Kanal, den ich euch vorstellen möchte, ist relativ groß und ich denke auch relativ bekannt, weil er extrem unkonventionell ist. Aber ich möchte euch den trotzdem nicht vorenthalten, weil ich ihn so gerne gucke. Und zwar handelt es sich in diesem Fall um den Kanal von Simon und zwar Open Mind. Auf dem Kanal von Open Mind geht es ausschließlich um Drogen. Und ich glaube, sein eigentlicher Wille ist da irgendwie so Toleranz zu schaffen und irgendwie mehr so in Richtung Selbstbestimmung zu gehen als Richtung Verbot. Ich mag das irgendwie, wie er so total offen an Themen rangeht. Es gibt einige Erfahrungsberichte. Es gibt Videos, wo er Zauberpilze nimmt. Es gibt Videos, wo er einen LSD-Trip hat und er filmt das und berichtet der Kamera, was er für Gedanken hat. Ich weiß, es ist ein sehr kontroverses Thema für einige, aber ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich gucke es mir super gerne an und obwohl ich keine Drogen nehme, finde ich es voll spannend und interessant, einfach einen Einblick zu kriegen in Situationen, die ich nicht kenne und so noch nie erlebt habe. Ja, ich finde alles immer spannend, was ich nicht weiß, besonders bei so abgefahrenen Dingen oder verbotenen Dingen und deswegen, ja, finde ich den Kanal sehr cool. Falls euch sowas interessiert, checkt Simon ab. Der nächste Kanal, den ich euch empfehlen möchte, ist auch relativ abgefahren eigentlich. Und zwar ist das der Kanal Higher Mind. Also da geht es um Aura lesen und sehen, da geht es um luzides Träumen und wie man das erlernen kann oder Selbsttests, wie man eine Aura um Menschen sehen kann. Da geht es um Chakren und so weiter. Der Typ, der das halt macht, es tut mir voll leid, dass ich den Namen gerade nicht weiß, geht immer sehr wissenschaftlich daran. Ich fand es super spannend, gewisse Dinge einfach dazu erfahren. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es Leute unter euch, die interessieren sich auch für sowas. Die interessieren mich halt voll doll für alles, was so spirituell ist und auch so ein bisschen witchy und so. Und deswegen, habe ich gedacht, ich stelle euch den einfach mal vor. Der letzte Kanal, den ich euch vorstellen möchte, ist sehr, sehr groß und auch sehr, sehr bekannt. Und deswegen denke ich, dass viele von euch sagen, ach Mensch, Jaco, Diana kenne ich doch. Aber für alle anderen, die sie nicht kennen, wollte ich sie irgendwie trotzdem mit in dieses Video nehmen, weil ich sie in letzter Zeit sehr, sehr gerne geguckt habe. Und zwar handelt es sich um Janas Diary. Jana ist ein typischer YouTube-Kanal. So ein typischer YouTube-Kanal, wie ich ihn halt hier zum Beispiel auch habe. Aber in letzter Zeit sind mir Janas Videos so doll ans Herz gewachsen, weil, ja, sie war schon immer lustig und sie war schon immer sympathisch, aber die letzten Videos, da ist mir erstmal bewusst geworden, so, wie viel Tiefe in diesem Mädchen drin steckt. Ja, wie viel Weisheit die in ihrem kleinen Kopf manchmal drin hat. Ich denke, dass die Leute von euch, die sie noch nicht kennen und diesen Kanal mögen, die werden Janas Kanal 100%ig auch mögen. Checkt Jana ab, sie ist süß, sie ist klein, sie ist ein kleiner Wurm in einem Turm. Ja, Leute, that was it from my side. Das sind so die Kanäle gewesen, die ich in letzter Zeit gerne geguckt habe. Und tut mir mal einen Gefallen und schreibt mir bitte eure Lieblingskanäle oder Kanäle, die euch so inspirieren, unten in die Kommentare. Schreibt mir gerne eure Tipps, wir können uns hier alle untereinander austauschen. Und ansonsten verlinke ich euch an dieser Stelle meine anderen Videos, wo ich andere Kanäle empfohlen habe. Ansonsten sage ich, ihr seid süß, ihr seid klein, ihr seid kleine, kleine Bienchen. Es reimt sich nicht auf Bienchen. Ihr seid kleine Hasen in Vasen und Mäuse, eine Maus in einem Haus. Tschüss.